Guten Tag, willkommen zurück zu Minecraft. Leute, hier ist wieder der Maddie und heute wird's wieder richtig geil, wie immer. Und schaut euch mal dieses coole Tal an, das habe ich bisher noch nicht wirklich gemacht, ne? Und das hier gehört alles uns. All das hier ist unsere Land. Mir ist hier ein bisschen zu wenig Wasser, aber das finden wir noch. Also im Endeffekt mag ich eigentlich diese Küstenregion am liebsten, weil ich auch an der Küste aufgewachsen bin. Wahrscheinlich liegt es daran. Naja, man sieht's. Ah, ist egal. Bergregionen sind auch manchmal ganz schön, aber nicht immer halt. Und diesmal ist halt nicht immer. Wo? Jetzt haben wir hier zumindest ein wenig Holz. Das haben wir gesammelt beim letzten Mal. Mühevollster Kleinarbeit. Wir haben dafür herbe auf die Fresse gekriegt, aber das ist jetzt auch egal. Das ist Vergangenheitsmusik und die klingt halt scheiße. Deswegen wollen wir hier mal eine neue Runde starten. Es freut mich übrigens, dass dieses Projekt so gut ankommt. Hoffe ich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kommt bestimmt gut an. Ja, ja, ist gut. Exzeptionell. Guck mal hier, jetzt haben wir zumindest schon mal eine Grundfläche. Da können wir drauf bauen. Mensch, Part 4 und wir haben hier endlich mal einen Grundriss. Das ist doch was Feines. Und das, obwohl wir hier schon schneller Holz abbauen können als in anderen Spielen. So. Also eigentlich bräuchten wir hier noch am Ende ein schönes Schäfchen, mit dem wir dann unser Bett beziehen können. Ja, das brauchen wir. Ich verzichte auch erstmal auf Fenster, das ist egal. Wir brauchen schon Fenster. Hier, drei links. Oh, oh, oh. Das passiert auch nur, wenn du nicht mit Priest spielst, ne? Stell mal vor, der Priest wäre jetzt hier, der würde auch sagen, du Arschgeige, hätte er gesagt. Ich bin übrigens ziemlich sicher, dass er auch nochmal dazu stoßen wird. Also zumindest als Gast und dann hier mitmacht, das gehört dazu. Das machen wir. Ach, ich fühle mich gerade gut. Ich fühle mich echt gut. Ich habe zwar ein bisschen Hunger, aber ich fühle mich gut. Das eine steht ja auch nicht im Widerspruch zum anderen. Jetzt haben wir zumindest schon mal eine hohe Wand. Ist jetzt nicht unbedingt ein Haus, aber eine hohe Wand ist es. Ah. Was haltet ihr denn davon, wenn wir hier schon dicht machen? Das ist dann so. Ja. Ich finde, das ist machbar. Maddie, hol dir mal ein Texture Pack. Ja, mache ich. Mache ich demnächst. Werde ich tun. Oh. Übrigens, falls ich gefragt werde, welche Mods ich hier aktiviert habe, gar nichts. Ich bin ja eher so ein Mensch, der sich nicht so wirklich gerne Gedanken über so einen Blödsinn macht und vor allen Dingen sich nicht gerne in solchen Unsinn einliest. Deswegen habe ich einfach gesagt, pass auf, hier Vanilla. Yay, muss ich mich halt nicht drum kümmern. Darum geht's mir. Okay. Hier ist meine Bude. Ne, ist sie nicht. Mir fehlen irgendwie drei. Ach komm. Na. Ah. Nee. So ist doch schön. Mit Trautesheim, Glück allein. Abendrot und Gold im Schlot. Jetzt brauche ich nur noch eine Tür. Und dafür brauche ich eine. Ah, scheiße. Dafür brauche ich wieder. Ich brauche immer die ganze Zeit. Wisst ihr das? Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, oh, ich hab. Nee, ich brauch. Brauchen, das wird hier. Aber gebraucht, ohne Ende. Ich fühle mich wie so ein Gebrauchtwagenhändler. Ist das ein Kind? Ich schwöre dir, ich hätte dir mit der Axt gegeben. Echt, ich mache hier extra Singleplayer Minecraft erstmal. Und dann habe ich hier Nachbarn. Das geht doch nicht. Dafür habe ich nicht unterschrieben. Scheiße, jetzt fehlt mir auch. Mir fehlt immer. Und wie mir fehlt. So. So. Mache ich jetzt erstmal ad hoc hier.
Ich kann den ja jetzt auch direkt abbauen, aber ich habe jetzt einfach keinen Bock gehabt, nochmal zurückzulaufen. Giebe! So. Jetzt haben wir hier schon zumindest einen schönen Holzvorrat. Mit diesem Holzvorrat bauen wir uns ein schönes Haus. Auf Pump. Schön grillen. Wir brauchen eigentlich mal einen Grill. Warum gibt es in Minecraft keinen Grill? Ein Ofen, ja. Aber das schmeckt doch anders. Warum können wir nicht einfach mal schön was grillen hier? Das ist die große Frage. Und übrigens ist es anstrengender, alleine zu spielen, als wenn man es zu zweit machen würde. Weil mit Priest zusammen hätte ich jetzt mindestens 20 Themen gehabt. Tja, wir vermissen es alle. Jeder vermisst's. Ich auch. Und ich finde übrigens 2013 so, das war für mich so die goldenen Let's Player Jahre. Da gab es Ni No Kuni damals, es gab Minecraft, es gab Maddie vs. Priest. Es gab so vieles. Und da habe ich ja auch damals, sag schnell, mit Bruger Super Mario Bros. 3 gemacht. Das war auch cool. Das war alles sehr geil. Dann gab es ja ein Jahr später diese persönlichen Schicksalsschläge, auf die ich jetzt nicht unbedingt weiter eingehen möchte. Und dann gab es ja auch Pokémon Feuerrot ein Jahr später. Das war auch noch cool. Aber wir müssen unbedingt wieder in irgendeine Sparte kommen, dass es wieder geil wird. Also, es ist einfach momentan nur so zwischen Tür und Angel gewesen seit 3-4 Jahren. Ne, sagen wir mal seit 3 Jahren. Und das kann ich weiterhin nicht akzeptieren. Es wird leider schon wieder dunkel. Und es wird wieder dunkel. Ich brauche doch nur noch... Wie viel brauche ich? Eine Menge. Aber ich habe ja noch Chicken da. Dann brauche ich noch ein bisschen Schafsfell. Und dann, was ist das hier eigentlich? Das da. Das ist Licht. Aber da kann doch gar kein Licht reinkommen. Oh. Kaputt gegangen ist es. Also, da muss ich unbedingt eine Kiste hinmachen. So. Damit fangen wir schon mal an. Leute, es wird langsam. Jetzt haben wir hier ein paar Kisten. So. Und dann schmeißen wir da mal all unseren Scheiß rein. Alles, was ich jetzt gerade nicht unbedingt brauche, kommt da alles rein. Und alles, was ich auch brauche, das auch. So, dann flohen wir wieder mal zurück. Tada. Und jetzt suche ich mal in der Dunkelheit der Nacht ein Schaf. Vielleicht finden wir ja eins. Giebe, Schaf! Giebe! Giebe, nee, nicht Chicken, auch nicht Schwein. Giebe, Schaf. Ich brauche ein Schaf. Aber die Eier nehme ich trotzdem. Vielleicht kriegt man ja irgendwann anhand der Eier eine schöne Hähnchenzucht in Gange. Sag mal, was ist das hier eigentlich? Chicken Country oder was? So viele Hühnchen? Die kann doch kein Mensch in seinem Leben alle umarmen. Oh ja, da geht's ab. Euch brauche ich. Bam. Was ist passiert? Der Mann mit den eisernen Fäusten ist wieder da. Bam. Bam. Okay, jetzt kann ich glücklicherweise... guck mal, es ist noch nicht ganz dunkel und dann steht da schon Kamerad Pappkarton als Astronaut und will hier Stress. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier mit Anti-Griefing habe, ne? Kann sein, dass sie mir mein halbes Haus wegfetzen, wenn die hier rumeiern. Kann aber auch nicht sein. Überleg mal, damals habe ich das alles auch auf Peaceful gemacht. Nee.
Ich brauche unbedingt mal ein bisschen Licht hier. Aber wir haben dann ein Bett und eine Tür. Wenn es richtig gut läuft, haben wir gleich eine Tür. Oh ja. Dann hat man ja seinen eigenen Raum auch. Oh geil. Guck mal hier. Eine Tür. Ihr seht wahrscheinlich wieder gar nichts. Ah, drei. Und drei Türen auf einmal. Boah. Inflation lässt grüßen. Drei Türen zum Preis von einer. Okay, Kenner, nicht gleich ausflippen. Hier sind die Fackeln, da habt ihr sie. Hier oben auch noch, hier eine, zack, zack. So, da könnt ihr jetzt gucken. Schön hier, ne? Jetzt habe ich hier echt eine Möglichkeit auch zu pennen, ne? Boah, geil. Guck mal hier. Und ein Bett. Und das ohne Tür. Mann, bin ich ein harter Kerl. Da sind Monster in der Nähe. Okay. Jetzt kann die echte Welt hier starten. Da hinten wären auch Schafe gewesen, ne? Jetzt auf einmal zeigen sie sich. Apropos. Ich wollte jetzt schon starten mit typischen Metbaronschen Spirenzchen. Die da lauten, hässlich in den Wald bauen. Und zwar hier. So. Tada. Ich habe so ein paar Fetische und das hier ist einer davon. Heißt das Fetische? Feten? Fetischkes? Fetische, ne? Ja. Und jetzt kommen wieder zwei, drei Grammatik-Heinis und denken, ich würde das ernst meinen. Wurde neulich übrigens angeschrieben, von wegen, ist voll lustig, du hast ja mehr Videos als Abonnenten. Ja, sowas will man hören. Echt. Sowas ist echt angenehm. Das zergeht auf der Zunge. Rutscht runter wie Öl. Ah, nee, tut es nicht. Also mein Hauptdomizil hätte ich jetzt einfach hier in den Berg geknüppelt. Weil ich sowas geil finde. Ich gebe es zu. Ich find's witzig. So. Giga Drill Breaker Effect has worn off. Super Breaker nur. Tja, nicht Giga Drill, sondern nur Super Breaker. Breaker Breaker 1.9, hier ist Goldschwingel Ende. Zieh viel zurück, Goldschwingel, hier ist Gummidödel. Wie ist Ihr Standort? Und es tut einfach so gut, einfach mal zu erzählen, so frei Schnauze, was man so alles denkt. Und einfach nur so blöd raus. Das ist gut. Es haben ja schon viele Leute gefragt, wie kommt man da auf Sachen und wie schafft man es dann, sein Gehirn zu strukturieren, dass das hier alles funktioniert. Gar nicht. Man macht es einfach nicht. Das ist so das Geheimnis von allem. Man labert einfach drauf los. Und wenn man genug Substanz hat, um das auch zu machen, dann ist es eine Sache, wenn nicht, dann halt nicht. Ich habe wahrscheinlich nicht genug Substanz für sowas. Aber ich mach's trotzdem. So, guck mal, hier ist schön, ne? Ist zumindest schon mal ein Anfang. Ja. Ach, guck mal, du willst auch mitmachen? Ha, jetzt hast du deine Chance verpasst. Das tut mir sehr leid, aber leider habe ich heute kein Foto für dich. Ja, wie mache ich das denn hier am dümmsten? Also das geht schon mal. Und das Schöne ist ja, wir spielen hier gerade und ihr seht direkt, wie es weitergeht. Ich habe zwar drei, vier Pläne, aber das ist alles. Das ist alles halbgar, Unsinn, blöd, doof, wie auch immer ihr es bezeichnen mögt.